Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 auf der Karte Erlengrat mit mir, den Chris LP. Jo, wir machen weiter hier. Es ist schon ein bisschen länger her, wo die letzte Folge gekommen ist. Die letzte Folge ist, glaube ich, Montag oder so oder Sonntag gekommen. Und ja, wir haben es jetzt schon Samstag. Und ja, es lag ein bisschen daran, dass es bei mir zeitlich eng war und ich ein bisschen was an der Karte machen wollte. Ich war nicht ganz untätig und habe die Karte ein bisschen bearbeitet. Es sind ein paar Sachen dazu gekommen. Ich habe mir ein bisschen was dabei gedacht, ein bisschen was hinzugefügt. Und ja, ich denke mal, wir werden uns das gleich mal angucken und laufen mal ganz gemütlich zu unserem Hof hoch, denn dort werden wir uns erstmal was anschauen. Ja. Ganz normal gehen wir hier auf unseren Hof. Sicherlich werden schon einige sagen, er hat den Hof geändert. Ja, ich habe den Hof geändert. Ich habe mir ein bisschen Dekobäume hingesetzt. Ein paar neue Hallen habe ich mir runtergeladen. Die gibt es auf ModHub. Das ist das Pack von Moddingwelt. Habe ich alles mir mal mit reingezogen. Habe hier einfach mal das Ganze ein bisschen verschönert. Ja, es schaut ein bisschen lebhafter aus. Ich habe noch einen Kercher hingesetzt. Ja, ein bisschen Bäume außenrum, ein paar Büsche. Dass das Ganze, dieser ganze Hof ein bisschen lebendiger wird, ein bisschen wohlfühlender wird. Ich weiß noch nicht, was ich hier mit der freien Fläche hier mache. Da werde ich mir vielleicht nochmal was einfallen lassen. Habe mir hier erstmal einen Baum hingesetzt. Dort ist unser Silo hingewandert, dort hinten das andere Silo. Ich dachte zuerst, ich setze mir noch eine BGA hierher. Aber dachte ich mir, komm, wir haben eine BGA auf der Karte, das macht wenig Sinn. Und ja, die Kühe sind so geblieben, das Farmhaus ist auch so geblieben. Beim Farmhaus, klar, sind hier überall so ein paar Bäume noch mehr dazu gekommen, seht ihr auch. Und ja, beim Farmhaus habe ich noch ein bisschen Deko hingemacht. Zum Wohnwagen ist hier dazu gekommen, ein paar Liegestühle, ein Tisch. Hier hinten ist noch eine Klamottenständer dazu gekommen. Und ja, es ist alles so ein bisschen lebhafter geworden. Ich möchte einfach, dass der Hof so ein bisschen lebendiger ausschaut. Ich weiß noch nicht, was ich hier mit den großen Räumen hier mache, so, aber ja, wir werden mal gucken. Ich habe es einfach mal so ein bisschen verändert, weil ich mir gedacht habe, es ist doch ein bisschen komisch, der Hof. Ja, wir haben hier eine neue Halle auf jeden Fall. Hier haben wir auch eine bessere Halle, die auch ein bisschen zu ist, auch ein bisschen hölzern, was sich hier so ein bisschen auch besser reinpasst. Ich habe mir hier noch ein Carport hergesetzt und ja, viele werden es schon erkannt haben. Ja, es ist die Buttermaschine aus dem LS19 von der Hofbergmann. Und ja, die kam vor ein paar Tagen als Mod, ist die erschienen. Und ja, einzeln, aber man braucht die jetzt nicht mehr nur für die Hofbergmann, sondern man kann es jetzt auf allen Maps einsetzen sozusagen. Und ja, ich habe sie mir runtergeladen, habe sie hier reingezogen. Wir werden das Ganze testen, wir werden Butter machen. Ich habe auch einen Verkaufspunkt eingefügt und so. Und ja, wir werden mal gucken, ja, wie wir das Ganze verkaufen können. Butterfässer haben, glaube ich, ein Fassungsvermögen von 250, soweit ich weiß. Kleinen Eimerchen haben wir noch. Ja, läuft auf jeden Fall. Dann habe ich noch mit reingenommen, viele haben es bestimmt auch schon gesehen, eine mobile Käserei. Von der eigenen Milch zum eigenen Käse. Ja, das dachte ich mir auch, komm, wir machen ein bisschen was mit Käse. Und ja, haben hier noch so einen kleinen Sackwagen, also eine kleine Sackkarre. Ja, mit der können wir durch die Gegend laufen, indem wir uns anmachen und dann, ja, schwirren wir schön durch die Gegend. Klar, wie Alpin DLC schaut es jetzt nicht aus mit der Gehbewegung, aber ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Und ja, mit der kann man dann hier Milch herfahren. Wir werden das Ganze mal testen, wenn wir ein bisschen Milch haben von unseren Kühen. Ich denke auch, dass wir unsere Kühe demnächst noch ein bisschen aufrüsten werden, dass die ein bisschen mehr Futter kriegen dann auch, ein bisschen mehr produzieren auch. Ja, das ist soweit erstmal das Neue. Ich habe auf der Karte, wie gesagt, noch ein paar Verkaufspunkte hinzugefügt. Ich habe bei der Käserei Erlengrat habe ich, hier ist aber nicht die Käserei Erlengrat, ist das die, ah doch, hier ist die Käserei, genau. Ach, hier geht's rein, genau. Ich habe bei der Käserei, habe ich mir auch noch einen Verkaufspunkt hingemacht. Ich habe hier den Innenhof ein bisschen mehr gestaltet. Das war alles so ziemlich kahl hier. Und ja, hier habe ich unseren Verkaufspunkt hingesetzt für unsere mobile Käserei. Und ja, ein paar Bäume hinzugefügt, alles ein bisschen lebendiger gemacht. Ja, schaut auf jeden Fall besser aus, finde ich, ein bisschen lebendiger. Passt auf jeden Fall. Was haben wir noch gemacht? Ich habe mir noch einen Hofladen hinzugefügt. Ja, wir sind jetzt auch auf dem Hofladen sozusagen zugange. Ja, das habe ich auch mit reingenommen, weil ich mir dachte, so, jo, kann man auf jeden Fall mal machen. Hier haben wir auf jeden Fall so einen schönen Hofladen. Hier können wir dann Milch, Eier, Weizen, Gerste, alles verkaufen. Also richtig coole Sache. Ah, Milchkannen. Man kann das in Milchkannen machen scheinbar. Leere Milchkannen bitte bis 21 Uhr hinstellen. Ah, okay. Ja, werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Ich dachte mir, das passt ganz gut hier an unserem Lidl hin oder an unserem Supermarkt hin. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mir gefällt's. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's auch. Und, beziehungsweise ich hoffe, euch gefallen die ganzen Maßnahmen, was wir jetzt hier gemacht haben. So. Und ja, wir werden weitermachen. Ich hatte noch das Rundballen-Erweiterungspack mit reingenommen, so dass wir stehen bleiben, wenn das, wenn die Ballenpresse voll ist. Upp, wir bleiben wieder stehen. Zack. Genau, können nicht nach vorne fahren. Er macht dann automatisch hinten auf, gibt den Ballen raus. Ja, und wir können weiterfahren. Gut, so, das ist sozusagen das Gute. Wir können ganz normal, ganz entspannt fahren. Wir könnten sogar einen Tempomaten reinmachen. Und ja, pressen sozusagen ganz gemütlich unsere Ballen. Die Ballen können uns ohnehin. Und ja, das passt. Plupp, bleiben stehen. Jeder kennt das Rumballen. Erweiterungsskript. Ich glaube, das gibt es ja jetzt auch schon seit längerem. Und ja, ich muss sagen, finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Gefällt mir auch sehr gut. Und ja, kann man auf jeden Fall viel machen. Beziehungsweise man kann, was soll man sagen, man kann nicht viel mitmachen, aber man kann doch besser mit Rumpeln arbeiten. Man muss nicht so genau auf die Fülligkeit der Ballen achten. Gut. Hat das noch nicht aufgenommen? Ja, den Rest werden wir auf jeden Fall mähen. Das hatten wir ja gesagt. Den Rest werden wir als Heu mähen. Und dann werden wir auch unten die Wiese noch mähen. Ich weiß noch nicht, da werden wir mal gucken, ob wir uns dann noch so ein bisschen ein größeres Mähwerk noch holen. Ein zweites vielleicht. Dass wir das schön mähen können oder vielleicht ein breiteres vorne. Das wollten wir ja eh machen. Und dann passt auch. Gut, stellen wir die wieder rein hier. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Wickelkombination. Die wollten wir uns ja holen. Beziehungsweise mieten, besser gesagt. Wir brauchen die ja nicht lang. Und dann passt das. Die Wickelkombination. War... Hatten wir noch eine andere... Ja, wir haben einmal die von Kverneland, genau. Oder wir haben die von Andersen. Also, eigentlich ist es egal, welche wir nehmen. Ja, ich kann. Wir nehmen die von... Lass mal die angucken noch. Ah, wir können die sogar in Vicon ändern. Das ist eine coole Sache. Von Vicon in Kverneland. Ja, schaut auch cool aus. Muss man wirklich sagen, Standardauswickler mit Ballendreher. Ah, mit Ballendreher wäre ja ideal für uns. Das würde das ganze Ding ja interessanter machen. Komm, wir nehmen den. Komm, mieten. Zack. Gut, sehr schön. Dann gucken wir mal. Ich wollte noch was gucken. Genau, wir müssen den Schlepper, unseren Rigitrack, müssen wir noch aufs Feld schicken zum Ansehen, dass das auf jeden Fall schon mal gemacht wird. Wir müssen ja auf Feld 8 und das, Feld 8, Feld 6, das musste ja noch angesehen werden, weil wir das ja zuletzt gegruppert hatten. Das kann der auf jeden Fall gleich mal machen, da werden wir den eben hinschicken. Machen mal das Radio an. Dass es nicht ganz so trübselig ist. Ich muss sagen, für mich ist jetzt der Hof doch ein Stück lebendiger geworden. Ich werde auch in der Zwischenzeit immer wieder mal den Hof nachbearbeiten, immer wieder mal so ein bisschen Deko hinzufügen oder so, dass wir einfach so ein bisschen den Hof lebendiger kriegen. Das, was so ein bisschen gefehlt hat, sage ich mal, an dem Hof, machen wir einfach so ein bisschen mit platzierbaren Objekten schöner und ja, verschönern vielleicht so ein bisschen das Dorf noch an manchen Stellen. Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall eine sehr schöne, interessante Karte. Ja, der fährt auch einfach raus, ohne zu gucken. Scheißegal, fährt einfach raus. Ich hoffe ja mal, dass die LS-KI doch mal irgendwann verändert wird im LS21, 22, 23. Irgendwann im neuen LS-Teil, dass die mal wirklich überarbeitet wird. Weil ich finde die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nervig. So, ich hoffe jetzt, dass der Zug nicht kommt. Sonst sind wir platt. Gut, dann eiern wir hier ganz gemütlich hinterher. Das ist unser Feld hier. So, was bauen wir denn an? Haben wir uns da schon irgendwas überlegt? Im Lager haben wir ja gar nichts gehabt, ne? Falls wir mal Hühner oder Eier haben wollen, wäre ja Weizen oder so nicht verkehrt. Komm, lass uns Weizen machen. Zack, der kann das ja wohl machen. Gut, wir holen den Ballentwickler. Ich hätte gesagt, wir fahren mit dem hier. Mit unserem Ebi. Und fahren wir mit dem runter, oder wir machen nee, wir machen das anders. Ein Breitreifen. Komm. Wir machen das anders. Wir holen uns den Schwindbürer. Denn ich denke mir, komm, damit können wir eigentlich auch schön gemütlich einwickeln. Läuft zwar nur 35, aber bis zum Hof passt das ja auf jeden Fall. Richtig coole Sache, auch mit dem Spiegel. Ja, finde ich eine interessante Sache, wie die Spiegel angebracht sind. Das ist ja normal. Der Böhrer war schon immer eine coole Maschine, muss man ja wirklich sagen. Ist ja von vielen sich gewünscht worden wieder. Ja. Muss man auf jeden Fall sagen, ist ein cooles Fahrzeug. So ein bisschen mit Dach wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Mit Dach vielleicht auch noch so ein bisschen Gewicht vorne. Hätte den doch noch ein bisschen einen Ticken schöner gemacht. Aber so, ja. Das ist ein cooles Fahrzeug, muss ich sagen. Dann testen wir gleich sozusagen ein Fahrzeug mehr hier. Und wickeln ein bisschen weit. Dann haben wir schon mal Silage für unsere Kühe. Das nächste ist dann das Heu, das werden wir dann auch mähen. Vielleicht werde ich das zwischendurch mal mähen. Und dann passt das. Hat auf jeden Fall einen geilen Sound hier hoch. Merkt man, wenn er hier richtig Gas gibt. Richtig coole Sache. So. X. Ballenaufsteller geht hin. Das ganze Ding dreht sich. Ja, werden wir mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe mit sowas noch nie gearbeitet. Ja, wickeln ist klar. Müssen wir die noch automatisch ablegen? Oder müssen wir da irgendwas drücken? Oder macht es das automatisch? Ah, Grundballen abladen. Zack. Jo, aufgestellt werden sie. Wunderbar. Cool, dann können sie auf jeden Fall schon mal nicht wegrollen. Erleichtert für uns auf jeden Fall das Ganze doch enorm. So, komm. Zack. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache. So ein bisschen Ball entwickeln. Den legt es automatisch hinten ab. Zack, stellt es auf. Können die Ballen auf jeden Fall im Gebirge nicht wegrollen. Macht auf jeden Fall doch Sinn. Wäre eigentlich richtig cool, wenn wir sowas an der Presse hätten. Das wäre noch ein richtig cooles Ding. Wenn wir das hinter so einer Pettinger Presse hätten und dann, dass die Ballen nicht alle durch die Gegend rollen, wäre auf jeden Fall auch nicht cool. Aber er ist urwendig, muss ich sagen, dieser kleine Bohrer. Hat 100, glaube ich, 100 PS oder so. Ist ein urwendiges Teil. Macht auf jeden Fall mega Fun, mit dem zu fahren. Hat auch einen irgendwie coolen Sound, muss ich sagen. So einen gleich knurrigen, bissigen Sound. Ja, das Ding. Da haben wir es nicht weit zu fahren. Ah, wenn das automatisch abladen ginge, wäre auch cool. Zack. Ja, hier unten habe ich auch noch ein paar Bäume reingesetzt, dass das Loch so ein bisschen dichter ist, dass man nicht so stark hier aufs Feld gucken kann. Habe ich mir auch gedacht, komm, ein bisschen dichter machen. Noch ein paar Meter zurück, dann passt das auch. Was macht unser Riegeldrack? Der sät fleißig Weizen an. Das passt auf jeden Fall. Wir müssen hier vielleicht noch düngen. Düngen. Wie schaut es da eigentlich mit aus? Jo, müssen wir düngen. Dann machen wir das auf jeden Fall. Feld 21 ist ja fertig. Ja, das können wir dann auch mal irgendwann ernten. Könnte man eigentlich auch mal ganz gemütlich machen. Wäre auch so eine Sache, wo wir mal einen Trescherball schicken können. Machen wir das den oben. Kann ich schöner an den unteren 5 fahren. Wird das denn noch viel in der Landwirtschaft gemacht? So, ich kenne das ja eigentlich viel mit diesen Wickelkombinationen einfach. Ja, pressen, wickeln in einem und fertig. Wird denn noch viel selber gewickelt jetzt so? Einer frisst die Grasballen, die liegen dann und dann kommt ein so ein externer Wickler und wickelt die dann? Gibt es das denn noch häufig? Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, würde mich jetzt mal interessieren, weil ich kenne eigentlich immer nur diese Wickelkombination, Wickelpresskombination, die kenne ich wohl, aber so jetzt so extern wickeln habe ich. Einmal hatte ich die gesehen, aber der war an der Hecke drauf gegangen und sonst habe ich mit sowas noch nie viel zu tun gehabt. Ja, es sind ja nicht mehr viel Ballen, es sind noch ein paar, 4, 5, 6 vielleicht. Vielleicht. 10 Kühe hatten wir, ne? Silage haben sie erstmal. Wasser müssen wir vielleicht mal reinfahren und Stroh. Gut, Stroh wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Da müssen wir dann eh dafür das eine Weizenfeld ernten oder was das ist. Würde ja dann eigentlich ganz gut passen. Ja, Weizen. Boah, hallo. Ui, brauner. Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Like da, lasst gerne den Kommi da und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und bis dahin würde ich sagen, tschüss!